Hallo zusammen, heute wieder mal aus der Werkstatt. Wir machen hier Tiefkühlschränke und zwar GS30 mit einer verstärkten Maschine. Wir haben hier diesen GS30, das ist ein 30 Liter Kühlschrank mit 552 Breite, also Standardmaß für Absorber. Und dieser hat auch die gleiche Breite wie unsere Kühlschränke, zum Beispiel der 106er ohne Eisfach, mit externem Aggregat. Und dann kann man die zum Beispiel Tiefkühler unten, Schrank oben oder auch umgekehrt stellen. Dieser Schrank hat jetzt nur noch minus 30 Grad, habe ich vorher aufgemacht. Hier liegen wir bei minus 37 Grad und der Schrank hier liegt bei minus 40 Grad. Original sind hier mechanische Thermostaten drauf, die sind jetzt überbrückt, weil der Kunde will von uns nur ein Loch, damit er seinen eigenen Digitalthermostaten einführen kann. Der Schrank, den er kriegt, kriegt auch ohne Thermostaten, weil er möchte das selber verdrahten. Das ist auch kein Thema, machen wir alles. Warum kriege ich diese Temperaturen von unter minus 35 Grad hin? Weil hier haben wir einen verstärkten Kompressor. Standard ist ein BD35. Der wird teilweise eingesetzt für so bis 100 Liter, aber man kann damit nicht richtig tiefkühlen. Wir haben hier jetzt den BD80 drin. Der BD80, der geht mit R290, also ein absolut biologisch abbaubares Kältemittel, ist ein reiner Kohlenwasserstoff. Andere würden sagen Propan. Und mit diesen erreichen wir diese Temperaturen. Also ich habe hier auch Kühlleistung. Und dann kommt es dazu, bei diesem Schrank habe ich eine Gefrierleistung von bis zu 7 Kilo am Tag. Ein Haushaltskühlschrank macht vielleicht 2 oder vielleicht auch 3 Kilo. Aber wenn ich einen Fischer habe oder ihr habt frische Lebensmittel, die ihr einfrieren wollt, dann braucht man Leistung auf dem Tiefkühler. Ja, das sind diese verstärkten Tiefkühler, die gehen alle an einen großen, nicht Ausbauer, sondern der rüstet prinzipiell nur nach, der reißt die Kühlmaschinen raus und baut dann 2 so Geräte ein. Ich mache euch hier einen Link über den 106F, das wäre der Kühlschrank, der hier oben drauf kommt, dass der Tiefkühler unten ist. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.